Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ihr habt euch Blowing in the Wind gewünscht und das schauen wir uns heute einmal an. Das Lied kommt tatsächlich aus mit 3 Akkorden und die schauen wir uns einmal an. Wir brauchen den C-Akkord. Hierzu legen wir den Ringfinger in den dritten Bund der Ukulele unten auf die erste Saite. Wir brauchen ein G. Hierzu legen wir Zeige- und Mittelfinger in den zweiten Bund der Ukulele. Der Mittelfinger liegt unten auf der ersten Saite, der Zeigefinger liegt auf der dritten Saite. Der Ringfinger kommt dazu in den dritten Bund der Ukulele auf die zweite Saite. Und als dritten und letzten Akkord brauchen wir das D. Für das D sollen wir die Saiten 2, 3, 4 der Ukulele in dem zweiten Bund runterdrücken. Das waren alle Akkorde. Schauen wir uns die Akkordreihenfolge einmal an. Wir haben in dem Lied genau 2 Teile, nämlich einmal die Strophe und einmal den Chorus. Und wir starten mit der Akkordreihenfolge der Strophe. Wir starten mit einem Takt G. Zu einem Takt C, ein Takt D und 2 Takte G. 1, 2. Ein Takt C und wieder 2 Takte G. Dann geht es wieder von vorne los. Ein Takt G zum C zum D. 2 Takte G. Wieder ein Takt C. Aber Achtung, jetzt 2 Takte D. Dann wiederholen wir die ersten 2 Zeilen, also wieder ein G zum C zum D, zweimal G, 1, 2, zum C, zweimal G. Strophe geschafft. Dann sind wir auch schon im Chorus. Dafür brauchen wir einen Takt C zum D zum G zum C. Noch einmal C. Wieder D. Wieder G. Noch ein G hinten dran. Als Schlagmuster werde ich im Playalong mein Lieblingsschlagmuster nehmen, nämlich tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch. Das ist ein Takt. Schauen wir uns das Lied einmal an mit den Akkorden, dem Text und dem Schlagmuster. Ich werde als Intro einfach 2 Takte G vorausspielen. Das ist der erste Akkord unseres Liedes. Zum Warmwerden ist das ganz gut. Sleeps in the sand. And how
das ganze Lied mit Texten und den Akkorden findet ihr natürlich zum Runterladen und Ausdrucken unten auf meiner Patreon-Seite. Den Link zur Patreon-Seite findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und für alle anderen habe ich wie immer noch rechts und links ein Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss, bleibt gesund.